Dann werden wir circa in 10 Minuten im Hotel ankommen. Also 100 Schilling bekommen Sie 63 Yuan. Ne? Das, 19 Uhr ne? Ist eine Ich habe
Kinder Chinesisch lernen. Ne? Und dann sage ich immer, also ja, wenn man Chinesisch gut beherrscht, dann braucht man schon ganze Leben lang Zeit. Ne? Und wir sagen immer zum Spaß, wenn man Englisch lernt, braucht man 4 Jahre. Ne? Wenn man Deutsch lernt, braucht man 8 Jahre. Ja, wenn man Chinesisch lernt, dann braucht man 40 Jahre. Ja, ja, das heißt, das Chinesisch, ne, ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Sprache. Ne? So, wenn Sie nur so zeigen, dann bedeutet bei uns 8. Ne? Ja, ich weiß nicht, ob jemand schon mal in dem Hotel oder irgendwo Fehler gemacht hat. Wenn Sie 2 Flaschen Bier bestellen möchten in China, ne? Aber nur wenn Sie so zeigen, dann sicher 8 Flaschen Bier zu Ihnen. Für 10 Zahlen von 1 bis 10. Ne? Sie können bemerken, 6 sowie 8 ähnlich wie Fingerzeichen, oder? Ja? 6 oder 8. Ne? Ja. Also dann für Ehepaar haben wir dann noch andere Zeichen besser. Da heißt der Baum. Baum. Also, und dann jetzt sollen Sie selbst sagen, was sollen 2 Bäume bedeuten, was sollen 3 Bäume. Sie können ganz da vorne auf den Bergen die Mauer schon sehen. Sehen Sie, ne? Hier ist der Gerade aus nach den Bergen, ne? Da sehen wir schon die Mauer. Hier ist schon die Türen-Bahn-Große Mauer, ne? Wo der Freund und der Mann gebaut hat.
Schatz. Oh, die Nacht rabatt, mein Schatz. Ich bin schon seit Jahren verliebt in Rosalinde und ich denke jede Stunde, sie muss es erfahren. Sehe ich ihre roten Lippen, mit denen werde ich vor ihr lachen. Möchte ich alles machen, um daran zu nippen. Aber heute stimmt, geh ich zu dir. Gründe habe ich ja genug dafür. Ich trete einfach vor sie hin und sag ihr, wie verliebt ich bin. Diese Halle in diesem Kaiserpalast hat ganz, ganz große Bedeutung. Ne? Die Gründe sind folgendes. Ne? Zuerst, diese Halle hat mit einer Frau zu tun, Chinas. Ne? Und diese Frau war von der Qing-Dynastie, heißt Frau Kaiserin Witwo Cixi. Haben Sie gehört? Na, die Name? Na? Also, und dann kein Cixi, na? Ja, sondern Cixi. Na? Cixi, ja, dann Cixi war eigentlich nur eine Tochter von einer normalen menschlichen Familie. Wissen Sie, in der Qing-Dynastie von der China, wo wir zu den Kaiser gehen, Cixi war nur eine Tochter von einer menschlichen Familie. Aber nur als sie, unser Sohn, von die Dame geboren, war einziger Sohn. Thank you.
Schlau, ja, warte, jetzt kriegen wir Glück.